Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, zum Arsch. Ja, ich war mal so frei. Ich habe mal den Kuhstall schon mal gebaut. Und von Action. Kurze Zusammenfassung. Der Platz war knapp. Ja, sehr groß die Fläche. Den Einstall habe ich komplett verkauft. Der steht ja noch. Ja. Optisch gesehen ist das gleiche. Nur halt rein optisch, ne? Hier ist die Tür auch zum Stroh reinbringen, ne? Und die Tiere anliefern zum Beispiel hier auch so. Türen kann man zumachen. So, hier kann man Futter reinfahren. Da ich aber eine automatische Fütterung habe, hier steht rechts, das funktioniert. Und zwar, ich sag mal ganz vorsichtig, perfekt. Der Prinzip, wo er gefahren ist, war sofort 19.458 Liter Futter drin. Gut, Wasser muss ich ranfahren lassen, ne? Das ist klar. Dem Falle ist ja hier. Den Kurs habe ich schon erstellt. Ja, leider ist hier ein bisschen ja, Graben weg. Weil ich konnte ja nicht mehr nach rechts bauen, weil da ja im Prinzip noch ein anderer Stall steht. Ich habe die Kühe im Stall gelassen, sonst hätte ich da den nicht da. Hier. Sonst hätte ich den ja. Ja. Das war aber auch schlecht zu sehen, weil im Prinzip man sieht ja nicht so viel, ne? Ja, da oben Stroh und Heu. Rein optisch. Ja, und leider der Misthaufen ein bisschen drin in der Weide. Den würde ich dann bei Gelegenheit leer machen. Und ja, dann mal drin ist 200.000 schon. Was zu tun. Ja, und dann. Ja, drinnen, ne? Ja, 250 Kühe. Die ich ja in Einschaltung hatte. Und alles von allem meist plusmäßig alles drin, soweit. Ne? Grundfutter, Rauffutter, Saftfutter, Kraftfutter. Was gut ist, denn sobald das hier auf 100% ist, werden wir auch mehr Milch bekommen und alles andere. Also immer mal demnächst Nachwuchs. Ja, die anderen Kühe von diesem Stall, die Jungtiere, die habe ich zum Schlachthof gefahren. Ja, die ging anders. Naja, hätte auch anders gegangen, aber wie gesagt, egal. Die habe ich ein bisschen mehr hingeschmissen, als ich brauche, weil wieder denkt man, irgendwas brauchen, ne? So, dann habe ich hier noch Kraftfutter reingefahren. Hier. Mineralfutter, ne? Mal sehen, wie lange das reicht. Muss ich dazu kaufen. Ansonsten, ich schalte mal durch. Den Wasserfahrzeug mal fahren lassen. Der fährt nur alle Stationen ab, die ich so habe, wo Wasser gebraucht wird, ne? So. Ja, die Weide ist mittlerweile gemäht. Bei einer heilen Arbeit. Das machen wir gleich mit. Wieder fertig machen. Also Wett im Prinzip. Ja. Kurz auf 1. Sie müssen ja auf Feuer einstellen, ne? Feuer. Das geht ziemlich einfach. Früher muss man ja im Prinzip mehr verwenden, das Heu haben zu können, also zu kriegen. Jetzt haben wir das mit einmal fertig, ne? Wo ist Kursplay? Da oben. Geht nicht aktivieren. Ich habe es gelöscht, also weggemacht. Ach, deswegen, okay, ich habe hier das hier. Dann geht's auch nicht. Das ist nicht zu sehen. Die Gülle muss ich aber noch anschließen, oder haben wir eh noch nicht so viel? Darf den fahren wir mal Richtung
Plasmafeld 10 fahren, würde ich meinen. 10. Und Action. Den Kurs können wir beruhigt löschen. Ja. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt können wir auch berechnen. So, Fahrgewände. Ja, man braucht 3. Wir machen auch 70 Meter schon passen. Scharf. Ja. Kurs generieren. Ich will es ja wenden lassen mit Kursblade Richtung Kilo fahren. Ne? Wir brauchen der Heu. Und starten. Fährt er jetzt hin? Die Arbeitsbreite passt ja eh. So, hier mal. Aber noch nicht machen. Tiere fahren müssen wir auch nicht. So. Ja, das funktioniert alles ganz gut. Der fährt seine Runde. Ja, braucht aber nicht viel Wasser, ne? Also, sobald das richtig läuft, dann läuft das, ne? So. Ich werde für. Ich habe ja schon das Feld alles hingefahren. 36. Ich habe ja noch ein reifes Feld, die 16. Da überlege ich, ob ich da schon mal mit Brust bearbeiten lassen werde. Und das andere Feld mache ich dann selber. So. Aber erstmal hinfahren lassen. So. Ich werde. Ich habe ja den Mod draufgenommen für Steinbeck Drescher. War 13,7 Meter. Wo man für alle nehmen kann, mit Räder vor allem. Die John Deere. War jetzt zum Händler und kaufen das Steinbeck. Ich habe das Stall jetzt gebaut, ohne irgendwie Kosten wieder einzunehmen. Ne? Also nicht wieder Kosten. Rückschreiben, das wird nicht gemacht. Aber nicht. Umbau halt. Hey. Ich dachte, da ist die Enki. Ja, Meister. Meister mach ich mal mit. Muss er mal Geselle werden, der Bursche. Kann auch Meister werden. Ja, einmal so. So. Kaufen Schneidberg. Und dann fahren wir den auf zu Feld 16. Ich glaube, wenn wir das mit Kursplay einrichten lassen und Outreif. Und ich werde 36 oder 37 abfahren und Kursbewert erstmal fahren. Die erste Runde ist ein bisschen heikel. Ach, soll ich angekommen. Ist hier rechts. Da muss gemäht werden, was später auch welche machen kann. Ne? Auch eine riesige Menge an Heu. Kann auch nicht einschätzen, wie der Stahl jetzt Mengen, bis ich was braucht. Das weiß ich nicht, aber jedenfalls. Mehr als genug, ne? Wird er automatisch mit Outreif dann entsprechend beliefern können, dass wir Heu, Stroh, alles im Lager haben. Kurz kaufen. Leitwerke. Für John Deere, ne? Damit es optisch passt, ne? Klar könnte man theoretisch auch ein von K2 nehmen, da würde es auch funktionieren, aber das sieht ja nicht aus. Ne? Ich finde es schade, dass die Hersteller keine mit fahrbaren Untersatz haben. Ne? Aber wie gesagt, das ist auch eine entscheidende Kostenfrage. Ne? Mit der Tragfähigkeit des Geräts irgendwie. Und jeder hat ein eigenes Patent. Denkt man das dann da vielleicht nicht so großzügig sind, ne? Jeder auf seinen Mist besteht und keine Kosten für
andere Patente nutzen will. Also schon mal ganz gut, was so funktioniert. So. Wir fahren mal zum Feld 16. Da hat man alles da. So. Ja, ich habe gestern mal schon ein bisschen da gearbeitet und kurz mit Löschen und Wegreißen. Ein bisschen aufwendiger, als wenn man jetzt hier ja normal spielt. Also wenn ihr das unbedingt sehen wollt, beim nächsten Mal Neubau. Gut, ich baue ja nichts, reiß ja nicht mehr. Also Gewächshäuser habe ich gesehen, irgendwie heute bei Red Action, einfach Neues. Ja, ist auch nicht weiter schwer. Mal gucken, wie die groß die sind. Ne? Was ich noch brauche, ist Plantage für Bäume. Obst, da weiß ich aber nicht genau wo. Muss mal schauen. Ja, Tank wird reichen. Erstmal Weizen und später die anderen Sorten. Hinkel ist glaube ich auch schon reif. Erstmal ins Lager. Und ich werde mal zur Mühle fahren. Ich habe die anderen Anhänger schon da. Mit dem Traktor. Und der kann ins Lager fahren. Das sollte nicht mal so schlimm sein. Vielleicht werde ich mir auch da noch einen zweiten Traktor zulegen. Mal schauen. Auch ja eben mehrere große, die das alles packen, ne? Reisernte ist ja auch wieder. Und aus Silage wollen wir sehen, wo die Silage noch oder mehr Körnermais. Für Schweine habe ich eine Kartoffel angepflanzt, Zuckerrüben und Karotten. Mal schauen, ob wir das perfekte Maß hinkriegen, dass es optimal ist, ne? Rechts müsste Dinkel sein. Damit alles reif. Und jetzt, wo die Wartung läuft, liefert diese Windmühle auch wieder Strom. Das war nämlich die Wartung 0 und dann kommt kein Strom mehr raus. Jetzt baut sie das wieder auf. Die Wartung. Ja, Sägewerk, kann man sehen, das Holz wächst. Das ist noch nicht so weit. Da wächst irgendwie langsamer als sonst. Aber die Eichen gepflanzt, ne? Also habe ich auch teilweise offline gemacht. Die habe ich zuerst gepflanzt, das müssten Kiefern sein und Tannen. Also ich habe ein bisschen mal gemischt und entsprechend immer nur gemischt genommen, was gerade frei war. Kann sein, dass Kiefern sind und hier habe ich halt auch noch Kiefern und Tannen. Ja, und hier halt ab hier bei uns Eichen sein. Lass dich überraschen, ne? Und dann ganz oben sind noch mal ja Kiefer, ne? Ja, das wird ein Hackschnitzel, die Tannen, die Eiche und der Rest wird für den Ofen. Hier muss ich mal sehen, vielleicht gehört mir das Land ja eigentlich hier. Mal gucken. Nee, das gehört mir nicht. Mal gucken, Land. Doch, das gehört mir. Dann werde ich das auch entsprechend nutzen. Die Bäume. Aber erstmal die Ernte machen hier, ne? Sonst haben wir nötigerweise in die Frucht reinfahren. Also teilweise können wir ja Holz reinbringen ins Sägewerk. Und teilweise Hackschnitzel ans ja, die Birken, die Laubbäume halt, Hacknetze und der Rest geht ins Sägewerk. Oh man, was weit ist, ne? Ansonsten hier das kleine Waldstück noch zu kaufen. Oh, das klappt sogar runter, Wahnsinn. Was für ein Luxus. So, mal gucken, ob wir hier gut hinkommen. Ohne gleich. Ja, hier hatte ich, das Feld hatte ich mit Unkruppelkämpfung machen müssen. Oh, das wird eng. Sehr eng. Da kommen wir nicht rum. Aber so, versuchen wir da reinzukommen.
Die andere Richtung, Junge, die andere Richtung. Aber die erste Runde habe ich wahrscheinlich auch hier abfahren müssen. Weil er hoher links hat und wir fahren links rum, wir fahren da nicht in eine Frucht rein, an Möglichkeit. So. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Das ist ziemlich breit. Äußerst knapp. Es ist knapp. Da muss ich tricksen. Aber Text wird nicht gehen. Braucht ein bisschen schräge. Und schieben. Da muss ich bei Gelegenheit den Baum hier wegfräsen. Wenn ich das darf. Dann nicht irgendwie. Ja, Strom muss ja auch ins Lager rein, da wir wahrscheinlich noch einen Sammelwagen kaufen müssen. Müsste jetzt gehen, oder? Dann sehen wir nichts. Das erste, okay. So, mit Stroh. Ja, und dann mal gucken, was kurz bei eingestellt ist. Mal hin nach. Das glaube ich, 200 Ellengrad. Umgestellt.